Hallo Leute, ich würde mit euch gerne wieder ein bisschen über Ernährung reden. Und zwar haben ein paar andere tolle YouTuberinnen und ich uns einen Tag überlegt, in dem es eben um gesundes Essen, unsere Ernährung und zum Teil auch um veganes Essen geht, weil ein paar dieser anderen YouTuberinnen sind vegan oder essen halt teilweise vegan oder achten darauf. Und ja, ich darf Teil dieses Projekts sein und die anderen YouTuberinnen werde ich euch in der Infobox verlinken und am Ende könnt ihr auch einfach nochmal die anderen Videos durchklicken, um mal so zu erfahren, was die anderen so gerne essen oder auf was sie eben achten. Die erste Frage ist, wie ernährst du dich und warum? Und bei mir ist es so, dass ich seit 8 Jahren Vegetarierin bin und ich sage mal so, seit einem Jahr mich versuche Stück für Stück vegan zu ernähren. Also das ist bei mir wirklich so ein Prozess gewesen. Ganz am Anfang, wie gesagt, vor 8 Jahren, war so, das Fleisch kam weg, dann kam der Fisch weg. Die Gelatine, ich glaube, ich habe ziemlich lange noch Gelatine gegessen. Also ich habe halt erst mit dem Fleisch und dann, keine Ahnung, das war für mich so, ja, Gummibärchen, Aber ich esse jetzt auch keine Gelatine mehr und wie gesagt, seit einem Jahr versuche ich auch vegan und mir geht es seitdem viel, viel besser. Also ich habe Asthma und seitdem ich keine Milchprodukte mehr zu mir nehme, ist es sehr viel besser geworden. Es ist so, dass man sich daran gewöhnen muss. Am Anfang dachte ich so, was, keine Milch mehr, aber mir geht's super ohne Milch. Ich will es euch jetzt nicht so empfehlen, aber eigentlich kann ich es nur empfehlen und man gewöhnt sich da super schnell dran und ja, ich bin für Reismilch oder Sojamilch, Mandelmilch, ist alles super lecker. Und seit wirklich 1 bis 2 Monaten versuche ich mich fast vegan zu ernähren. Ich sage mal, ungefähr 95% von dem, was ich esse, ist vegan. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber da kommen wir später noch zu. Als nächstes geht es um die Ersatzprodukte. Also mache ich sowas wie Eiersatz, Fleischersatz, Käseersatz. Und ich muss sagen, ja, also ich glaube, wenn man halt einfach in dieser westlichen Welt bzw. europäischen Welt groß geworden ist, dann hat sich der Geschmack einfach auf so Sachen wie Käse und Wurst so ein bisschen, ich will nicht sagen spezialisiert, aber es schmeckt einfach. Und ich esse wirklich gerne diese Wilmersburger Käsescheiben, besonders die mit Kräuter, die gibt es bei Teegut. Sie sind super lecker und oh, ich liebe die, besonders mit Gurken und so, als auf dem Brot. Dann mag ich auch gerne, also ich mag nicht alle Fleischsachen, aber da gibt es eben auch so leckere Fleischalternativen. Ich werde die euch mal zeigen. Das sind sie, die sind von Veginess Vegan Steak und ich liebe diese Teile. Meine Mutter isst Fleisch, aber sie isst die auch total gerne. Also sie isst wirklich sehr viel mit. Sie kocht auch nur noch mit dieser Alsan-Margarine. Sie macht das echt toll mit, da muss ich ihr jetzt auch nochmal ein Kompliment für geben, weil wir wohnen halt zusammen, also ich wohne halt noch zu Hause und sie macht es sehr gut mit. Ich koche sehr viel selbst, weil sie ist immer arbeiten und ich koche mittags meistens oder nachmittags, weil ich meistens morgens Uni habe. Deshalb koche ich sehr viel für mich selbst, aber sie macht trotzdem ja sehr gut mit und ja, das mag ich gerne. Eiersatz habe ich auch ausprobiert, da ist aber was ein bisschen Blödes bei rausgekommen. Ich wollte Macarons backen und rausgekommen sind so solche Scheiben. Also mit Eiersatz bin ich noch nicht so auf dem Grünen, aber ich glaube, Eiersatz braucht man jetzt auch nicht unbedingt, außer man will halt sowas machen wie Eischnee oder Macarons. Aber ja, nee. Das nächste ist, wie deckst du deinen Nährstoffbedarf? Also bei mir ist es so, ich weiß ungefähr, was in welchem Lebensmittel drin ist. Nicht immer ungefähr wie viel, aber ich versuche einfach, wenn ich mir so, ich mache mir meistens so einen Plan. Also ich überlege mir, was ich kochen will, wann, also so ungefähr halt, dass ich schon das drin habe, also natürlich soll es auch lecker sein und ich koche immer so, dass es mir schmeckt, aber ich versuche halt auch immer so Bausteine reinzubringen, dass ich Kalium habe, Calcium und auch einfach Eisen, also so Sachen, Folsäure, die man braucht und ja, die versuche ich dann halt immer so unterzubauen. Als nächstes, wo bekommst du deine Rezeptideen her? Also ich muss sagen, seitdem ich mich so vegan ernähre, habe ich viel mehr die Lust am Kochen bekommen, sich einfach mit frischen Zutaten so zu beschäftigen. Was ich sehr gerne mache, ist so eine Nudelfanne, beziehungsweise eigentlich eine Gemüsepfanne. Ich mache ganz viel Gemüse, also Karotten, Zucchini, Paprika und, oder Zucchini heißt es, ne? Zucchini, Zucchini, ich habe ja irgendwie so einen CH-Fehler, keine Ahnung. Also Zucchini rein, Paprika, ja, Zwiebeln und dann mache ich so ungefähr 60 Gramm Nudeln noch rein oder 50 Gramm, also nur so ein paar Vollkornnudeln noch und das esse ich super gerne. Ja, ich habe einfach so neue Gerichte für mich entdeckt und Rezeptideen. Ich kann euch vegane Kochbücher empfehlen. Ich werde die euch in die Infobox schreiben, wenn ihr mal gucken wollt. 2, die ich sehr gut finde. Ja, und einfach Internet. Also man kann auch einfach Zutaten eingeben, die man hat oder irgendwelche Gerichte. Man findet ganz viele tolle vegane oder gesunde Sachen im Internet.
So, wie mache ich es jetzt beim Auswärtsessen oder unterwegs? Also ich versuche möglichst wenig mir irgendwie zu kaufen, irgendwo, also auch im Bahnhof oder so, weil die Sachen sind meistens nicht sehr gesund und eben auch meistens nicht vegan. Also bereite ich mir sehr viel zu Hause vor. Also ich schnibbel mir Gemüse, ich schnibbel mir Obst, mache mir ein Brot. Einfach, dass man halt was dabei hat, falls man Hunger kriegt. Wenn ich bei Freunden bin, mache ich eine Ausnahme, da esse ich Sachen, die Milch oder Eier enthalten. Fisch und Fleisch gar nicht. Also das geht gar nicht, aber wenn halt jemand einen Kuchen gebacken hat, also wenn meine Oma Geburtstag hat und sie hat einen Kuchen gebacken, dann esse ich ein Stück Kuchen und sage nicht, hey, ich komme jetzt halt her, aber bring mein eigenes Obst und esse kein Stück Kuchen, weil das ist immer so, Essen, das ist auch immer so ein bisschen Teil von sozialem Miteinander und ja, da esse ich zum Beispiel jetzt. Aber ich versuche es halt selbst zu vermeiden, ich backe jetzt nicht mit Eiern und so, deshalb, ja, das ist halt so mein Konzept, dass ich da, das ist zu Hause, ich koche nicht damit, aber ich mache es woanders, mache ich kein Terz, wenn es halt nicht so ist. Welche Gemüsesorte mag ich am liebsten? Also, es ist schwer. Ich esse sehr gerne Karotten. Wir haben immer sehr viele Karotten zu Hause. Ich liebe Gurke. Gurke auf dem Brot, Gurke so zum Snacken. Einfach, ich würde sagen, doch, Gurken. Oder Champignons. Champignons mag ich auch sehr gerne. Aber ich mag viele Sachen gerne. Also, ich kann es nur einfach so rum sagen, was ich nicht mag. Ich mag keinen Rosenkohl und keinen Blumenkohl. Brokkoli. Blumenkohl mag ich, aber Brokkoli und Rosenkohl gehen gar nicht. Sonst esse ich alles sehr gerne. Und auch sehr viel. Also seitdem ich mehr pflanzlich esse, esse ich irgendwie mehr. Was mir auch sehr gefällt, weil ich esse gerne. Aber ich habe trotzdem abgenommen. Also mein Ziel ist es nicht abzunehmen, aber ich habe trotzdem 3 Kilo abgenommen. Obwohl ich, ihr könnt es in meinem Food Diary sehen, relativ viel esse. Wobei ich in diesem Food Diary auch noch ein Croissant gegessen habe. Das mache ich jetzt auch nicht mehr. Also sowas esse ich jetzt nicht mehr, aber ich esse relativ viel. Was habe ich daheim auf Vorrat? Ich habe sehr viel Getreide. Das ist auch sowas Neues. Ich habe Hirse. Kann man lecker einmal herzhaft oder süß machen. Haferflocken morgens. Und zwar einfach so, nicht so Haferporridge-Zeug. Ich mache die einfach so drüber. Das andere ist mir irgendwie zu viel Arbeit. Ich mache gerne über den Salat Kürbiskerne. Also wir haben total viele Getreidekörner, irgendwas im Haus. Leinsamen, Couscous, sowas und ein bisschen Gemüse. Und dann hat man eine leckere Mahlzeit. Außerdem habe ich immer solche Kidneybohnen, weil ich mache sehr gerne so veganes Curry? Chili. Ich mag sehr gerne veganes Chili. Und habe ich auch immer so passierte Tomaten, weil man daraus eine tolle Soße machen kann. Und Zwiebeln und Knoblauch habe ich immer da. Dann als nächstes so, mit was ich würze oder was für Geschmacksbooster ich benutze. Ich esse sehr gerne Koriander. Ich liebe Koriander. Manche Leute finden es seifig, ich finde es einfach geil. Ich liebe Koriander. Und ich habe festgestellt, Tofu kann man sehr gut würzen mit Kreuzkümmel. Das ist, man darf es nicht übertreiben, aber so ein bisschen Kreuzkümmel. Wenn ich mache nicht so oft Tofu, weil man soll davon auch nicht so viel essen und so. Also man soll von nichts zu viel essen. Man muss halt einfach ein gesundes Mittelmaß finden, nicht zu viel und eben ausgewogen essen. Aber Tofu mit Kreuzkümmel gewürzt ist geil. Und Agavendicksaft. Benutze ich gern zum Süßen, wobei, ja, da gibt es ja auch so Geschichten, dass es nicht so gut sein soll, dass es halt eben nicht aus reinen Agaven ist, sondern so, ein bisschen gepanscht wird. Da will ich mich auch mal ein bisschen mehr informieren. Habe ich gehört, soll jetzt nicht immer alles so gut sein. Also Agavendicksaft ist auf keinen Fall dann gleich so gesund, nur weil Agavendicksaft draufsteht. Da muss man ein bisschen achten, dass man es bei einem guten Hersteller kauft, aber das habe ich auch für mich entdeckt. Meine absoluten Lieblingsgerichte sind das vegane Chili. Das ist von Attila Hildmann und die vegane Bolognese-Soße von Attila Hildmann. Das sind zwei sehr, sehr geile Sachen. Dann eigentlich, ja, dann noch eher so selbstgemachte Sachen. Also so eine Gemüsepfanne oder alles mit Champignons. Selbstgemachte Pizza mit Champignons und als Käse dann einfach diesen Wilmersburger Pizzaschmelz. Mit Knoblauch noch drauf. Oh, ja, alles mit Knoblauchpilzen und dann bin ich glücklich. Was ist meine Lieblingssüßigkeit? Also das ist so, ich habe hier eine neue Entdeckung gemacht, das ist weiße Streichschokolade pflanzlich. Dieses Zeug ist so pornös, das ist so geil. Das habe ich mir auf meine Fail-Macarons gemacht. Die sind ja, also Macarons sind aus Mandeln und sie sehen zwar scheiße aus, aber die schmecken ganz geil. Das sind einfach so Mandelchips, das da drauf und dann Erdbeer drauf. Das war so geil. Das war so lecker. Das war so unglaublich lecker. Da braucht man gar keine Eier oder Milch. Das ist so heftig. Sonst esse ich sehr viel Obst. Ich habe früher gar nicht so viel Obst gegessen, aber eher so halt so Schokolade. Aber seitdem ich Obst esse, habe ich erstmal so festgestellt, wie geil es eigentlich schmeckt. Also
Es gibt so viele Obstsorten, man kann es eher süßlich, also so richtig süß oder süßlich-sauer oder... Ja, da gibt es so viele Kombinationen. Ich esse sehr gerne Erdbeeren, Trauben und ach, eigentlich alles Melone. Was ich nicht mag, das ist Papaya. Das habe ich letztens ausprobiert. Papaya ist nicht so ganz so mein Ding, aber muss man einfach mal alles ausprobieren. Ich esse auch sehr gerne Avocados. Die passen jetzt irgendwie nicht gerade so zur Lieblingssüßigkeit. Ich schweife immer so ein bisschen ab, aber Avocados sind auch echt geil. Und ich kann sie euch nur empfehlen. Manche Leute sagen ja, esst keine Avocados, weil zu viel Fett drin ist. Ich kann euch jetzt ganz einfach mal so sagen, es gibt gute Fette, schlechte Fette. Schlechte Fette, Chips und so Zeug, gute Fette, Avocado. Wenn ihr gute Fette esst, dann verdrängt, also jetzt nur so ganz einfach gesagt, verdrängt ihr halt die bösen Fette sozusagen aus eurem Körper. Und Fette sind gut, weil eure ganzen Zellen, die Zellmembranen, bestehen aus Fetten, aus Phospholipiden. Und deshalb, Fette sind gut, ihr braucht Fette und Avocados sind geil. Das wollte ich jetzt einfach nochmal sagen, also ich liebe Avocados. Das war's jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, ich konnte euch vielleicht so ein bisschen inspirieren, mal was Neues auszuprobieren. Und wenn ihr jetzt noch weitere Lust habt, so Videos zu schauen, dann kommen jetzt hier noch die anderen Mädels. Schaut da auf alle Fälle mal rein. Tolle Videos und tolle YouTuberinnen. Und ja, schreibt mir doch einen Kommentar, wie ihr es fandet. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!